Vater und wir bauen uns beide ein wunderhübsches Haus. Ich baue ein Naturhaus und du baust ein Technikhaus. Okay. Das ist die heutige Challenge. Nein, was? Doch. Ich baue. Oh mein Gott. Okay, wir haben beide ungefähr 15 Minuten Zeit, um unser schönstes Haus zu bauen, sobald ich zu Hause ankomme, selbstverständlich. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, jetzt schon anfangen, okay? Ich gebe dir einen unfairen Vorteil. Haus? Wie kannst du mir sowas zumuten? Ich dachte, ein Technikhaus, weißt du, so, kannst du schön aus. Halt mit Grau und mit Edelstahl und weißt du? Das hier ist mein kleines Heim. Und wir bauen hier ein Naturhaus draus. Jedenfalls mit den begrenzten finanziellen Mitteln, die ich hier zu meiner Verfügung habe. Ich glaube, als erstes machen wir mal den Boden. Das ist, denke ich mal. Oh, hier, da. Natur. Was schreit denn Natur? Cobblestone. Cobblestone schreit Natur für mich. Klasse, das will ich. $2, die habe ich noch. Hier auch $2. Ich mache jetzt einfach alles in Cobblestone. Weh, du kannst eh nicht meine Sachen klauen, weil du machst ja ein Technikhaus. Ha. Und dann malen wir die Wände an. In Olivgrün. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, klasse. Super. Und dann wird das hier, okay, dann mache ich hier Petersilienfarben. Und hier in dem kleinen Zimmer, was ich vermute als Bad, machen wir hier vielleicht eine dunklere Farbe, wie zum Beispiel Erdgrün. Klasse. Okay, dann Einrichtung. Wir müssen jetzt hier, ich denke, das hier in der Mitte ist mein Schlafzimmer. Das heißt, wir bauen hier erstmal ein Bett rein. Oh, das wird richtig schön. Easy, ich sag dir, das wird richtig schön. Ich weiß nicht, ob das so schön wird, ganz ehrlich. Deins wird nicht schön. Ich glaube nicht so sehr, aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob ich genug Geld habe dafür, ganz ehrlich. Das Ding ist, Technik, sage ich, ist eher minimalistisch. Da brauchst du gar nicht so viel. Weil ich muss ein Gaming-Zimmer machen, oder? Du musst ein Gaming-Zimmer machen, ja. Alright. Okay, ich werde erstmal die essentiellen Sachen kaufen, damit ich nicht hier am Ende ohne Geld dastehe, weil das wäre sonst ein bisschen peinlich. Da sehe ich mich tatsächlich gar nicht mal so sehr. Hier ist noch aber ein Teppich, den werde ich brauchen. Oh, das ist schön. Das sieht sehr natürlich aus bis hier. Oh, jetzt geht auch die Sonne wieder auf. Klasse. Oh nein, ich habe so eine hässliche Wandfarbe gewählt. Okay, ja gut, dann komm. Dann gebe ich nochmal Geld aus und dann bezahle ich hier, hellgrün. Nee, Moos. Moos, ja, klasse. Moosgrün, zack. Und, hier muss wahrscheinlich dann die Küche rein. Okay, ich habe jetzt hier leider nur noch begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Deswegen stelle ich jetzt hier noch einen Hänger hin, ja, und hoffe, dass es sich damit ergibt. Ich habe jetzt nicht direkt ein Wohnzimmer, Easy. Ist das in Ordnung? Du hast kein Wohnzimmer, das ist schon in Ordnung. Ja, wer braucht schon das Ding ist, die Zeit ist gleich um und ich weiß, ich möchte ja hier auch fair spielen. Ich mache jetzt hier meinen Klamottenhänger. Ich denke, hier ist ein hervorragender Ort. Daneben warte, die Zeit ist gleich um? Die Zeit ist gleich um. Viertelstunde geht schnell, gell? Nein, voll, ich habe gar nicht. Ich habe sehr wenig geleistet. Ich habe auch... Ja, okay. Es ist, wie es ist, okay? Da kann man halt nichts machen. Es sieht relativ natürlich aus, möchte ich nur anmerken, ja? Also ich würde sagen, ich habe mein Thema, habe ich auf jeden Fall getroffen. Ich habe mir hier eine Lampe gekauft. Das war's. Ich habe jetzt noch eine Münze. Wie läuft es bei dir? Ich habe noch 38, aber soll ich zu dir kommen oder willst du zu mir kommen? Ich komme zu dir. Alright, dann komm mal zu mir rein. Ich komme raus, hier vor der Tür, siehst du mich? Ich sehe dich nicht. Nein, die haben mein Haus geändert. Ich wohne jetzt in einer anderen Straße. Was ich wohne jetzt neben dem Pet Shop. Ah, da bist du. Hi. Entschuldigung, du hast mein altes Grundstück bekommen? Ich habe keine Ahnung, wieso. Impossible. Neben okay, warte. Cool. Oh, lol. Okay, alles klar, dann komm mal hier rein hier. Technikhaus habe ich gehört, ja? Willkommen in meinem Technikhaus. Okay. Ja, also, pass auf. Edel. Hier ist das Wohnzimmer. Okay. Du kannst hier auf der Couch chillen und einfach so chillen. Und du fragst dich wahrscheinlich, wo ist denn der Fernseher? Ist doch ein Technikhaus. Ja. Aber Ronja, komm doch bitte in mein Schlafzimmer. Natürlich ist hier der Fernseher an der Wand. Das ist so viel smarter. Ja, weil, guck mal, du willst doch beim Schlafen gerne Fernsehen. Ja, okay. Ich weiß nicht. Dann zeig ich dir jetzt mal meinen Hauptraum. Das ist jetzt ein kleines Problem, weil habe ich vielleicht irgendwie falsch eingerichtet. Könnte, ich glaube, ich mache mal kurz die Tür frei, warte. So, hier. Verstehe. Hack, okay. Weil der schöne Hauptraum, den du gemacht hast. Gefällt mir richtig gut. Danke dir. So, Exit. So, zack, da haben wir es auch schon. Genau, jetzt kommen wir rein in meinen Hauptraum. In den Hauptraum. Das ist mein Gaming-Zimmer. Okay, hier ist mein Setup. Wir laufen hier erstmal durch eine Küche. Und wir haben natürlich einen Kühlschrank in unserem Hauptzimmer. Weil das ist so smart, dass du in dein Gaming-Zimmer deinen Kühlschrank reingebaut hast. I know, ja. Das ist so clever.
Der Fernseher im Schlafzimmer hätte dir eigentlich schon alles sagen müssen, weißt du? Wo ja, schon, Mann, ja, okay. Das Haus ist brillant. Okay, jetzt kommen wir zum besten Ort, okay? Der beste Ort in diesem Haus. Hier vorne ist die Toilette! Was noch? Wie geil ist das denn bitte? Ronja, das Haus ist wunderbar, oder? Es ist wirklich ein reines Technikhaus. Es ist wunderschön, Easy. Es gefällt mir sehr gut. Mehr? Nichts. Noch ein Fernseher im Wohnzimmer, aber das war's. 10 von 10. 10 von 10. Okay, okay, dann kann ich jetzt mein Haus zeigen. Das ist nämlich hier. Direkt drei Häuser weiter. Ja, okay. Denn ich bin umgezogen scheinbar. Und meins ist ein Naturhaus, okay? Wie du siehst, hier alles sehr natürlich. Ich habe hier, kannst du sitzen, um zu essen. Zack, zack, zack. Okay, okay. Den Stuhl habe ich jetzt nicht direkt gedreht, aber an einem von dem wirst du vielleicht richtig tüchtig drehen. So. Hier ist mein Schneidebrettchen, hier sind Messer und hier ist eine Kochplatte. Wunderschön. Hier, du siehst auch den gewebten Teppich für das natürliche Gefühl. Das wird dir auffallen, dass hier überall Pflanzen sind und alle Wände grün sind. Ja. Ist leider ein bisschen dunkel, aber dafür habe ich ja die Lampe. Dann hier ist hier das Wohnzimmer. Es ist nichts Besonderes, es ist ein Ledersofa. Wegen natürlichen Materialien. Aber immerhin guckst du aus dem Fenster. Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, ich brauche keinen Fernseher. Die Natur ist alles, was ich brauche. Und also, ich habe kein Geld mehr. Warum hast du kein Badezimmer? Denn die Natur ist alles, was ich brauche. Kein Kommentar mehr. Also du pinkelst dir einfach in das Zimmer? Nein, ich habe doch überall Pflanzen stehen. So, jedenfalls. Es ist hier mein Schlafzimmer, okay? Oh, hier ist mein Bett, da kann man drin liegen. Da kann man auch auf Toilette gehen. Hier kann man vielleicht nicht auf Toilette gehen, aber dafür haben wir ja hier die Pflanze. Und hier ist ein kleiner Spiegel. Und hier großes Fenster, um auf eine schöne Steinwand zu gucken. Wow, not bad. Ich weiß, das ist mein... ich gebe zu, die Pflanze blockt hier einen kleinen Weg. Ich hätte, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, vielleicht auch noch Wohnzimmermöbel gekauft. Will ich jetzt nicht lügen. Aber habe ich halt nicht. Und da muss man halt sehen, wo man die Abstriche macht. Muss man sagen, ich habe mehr aus meinem Geld rausgeholt, oder? Ich denke auch, du hast mehr aus deinem Geld rausgeholt. Ich glaube, deins ist besser. Ich weiß nicht, aber lass die Zuschauer mal entscheiden. Ich finde deins richtig schön. Ja, genau. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl habt, Easy hat ein besseres Technikhaus gebaut oder ich habe ein besseres Naturhaus gebaut. Ihr müsst bedenken, ja, bei mir, als ich es gezeigt habe, war auch Nacht. Und nachts wirkt es nicht so, weil die Natur, die scheint tagsüber natürlich viel lebhafter. Toilette mit Fernseher, okay? Das ist alles, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr besser fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und abonniert unbedingt die Easy auch. Da kommen nämlich auch coole Videos. Und dann sehen wir uns bald. Tschüssi!